Dheri Asana, die Haufenstellung. Vishnu Prema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist Sitzhaltung. Dann bringe den rechten Fuß auf das linke Knie und den linken Fuß unter das rechte Knie. Das ist also nicht wie der halbe Lotus, sondern die Füße sind unter und über dem gegenüberliegenden Knie. Also ähnlich wie Agni Stambhasana. Dann bringe die Arme nach hinten und fasse mit den Händen an die gegenüberliegenden Oberarme. Dann beuge dich nach vorne und bringe das die Stirn auf das Schienbein. Das ist dann Dheri Asana. Dheri ist ein Hindi-Wort und auch ein Marathi-Wort und heißt Haufen. Und diese Stellung bezieht sich eben darauf, es ist wie auch ein aufgeschichtetes Holz, also wenn man Feuerholz zum Beispiel hat, dann symbolisiert Dheri Asana wie mehrere Stück Holz aufeinander geschichtet. Man könnte es auch sagen, wenn man diese Stellung so sieht, ist es auch wie ein Haufen, der auf dem Boden liegt. Dieses Asana kultiviert die Flexibilität der Hüften sehr stark, richtet den Geist nach innen, ist eine gute Stellung für Pratyahara, um auch die Sinne nach innen zu bringen und auch um tief im Bauch zu einer Harmonie zu kommen. Soweit zu Dheri Asana. Mehr zu diesem und allen anderen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de.